So, jetzt wird es reagiert auf das Video. Top 10, die teuersten Yachten der Welt. Teuersten Yachten der Welt. Von meiner Welt Luxus leben. Mal gucken, wie das wird. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich habe nur das Titelbild hier gesehen. Warte, ich kann doch für euch groß machen. Ich habe das ist das Titelbild. Dabei habe ich auch schon gedacht, so, what the heck, was ist das? Aber ja, ich mache mal kurz hier die Lautstärke mal richtig, glaube ich. Yachten sind die Lieblingsspielzeuge der Ja, passt. Ja, ich mal sagen, wir legen los. Oh, auch noch in 4K. Nee, ich kann es hier nicht in 4K gucken. Mein PC will es gerade nicht so richtig, wie ich will. Im Stream geht es leider nicht so. Aber ich muss was anderes austesten, ob das geht. Ob ein Command geht bei mir. Der Command geht ja. Aber den sieht man halt nicht im Chat. Im Stream. Den sieht man halt nur im Chat. Aber ist halt so. So. Hier nochmal kurz nachgucken, kurz. Meine Bluetooth-Kopfhörer hier oben. Hier nochmal kurz aufs Handy gucken und dann. Ich weiß, dass ich jetzt alles rausschneiden muss, weiß jetzt schon. So, 16:19 Uhr. Abfahrt. So, weiter geht's. Yachten sind die Lieblingsspielzeuge der Superreichen dieser Welt. Die teuersten Yachten dienen schon lange nicht mehr lediglich als Wertanlage, sondern vielmehr dazu, das eigene Prestige zu erhöhen. Das Statussymbol Yacht soll immer noch schneller, länger. Die Aussicht. Geil. Auf jeden Fall ist die Aussicht sehr geil. Mein Handy liegt genau oder was? Ey, es nervt mich, das da oben wieder. Mal, jetzt geht's wieder. Lol, lol. Exklusiver sein als das des ärgsten Widersachers. Willkommen hier bei Meine Welt Luxusleben. Nach den Top 5 teuersten Privatjets der Welt zeigen wir euch jetzt die Top 10 der teuersten Luxusjachten der Welt. Platz 10, Al Mir Cap. 250 Millionen Euro. Gebaut von der deutschen Peterswerft. Wie teuer soll die? Alter, okay, wenn das Platz 10 ist. Wenn das Platz 10 ist. Wie teuer sollen die anderen werden? Jo. Jo, das ist geil. Mir Cap. 250 Millionen Euro. Gebaut von der deutschen Peterswerft in Wefelsfleth unter dem Namen May Project ist sie heute im Besitz von Hamad bin Yassim Al-Thani, dem ehemaligen Premierminister von Katar. Mit einer Länge von 133 Metern verfügt die Al Mir Cap über 10 Luxussuiten für 24 Gäste, darunter zwei VIP-Suiten. Sie kann insgesamt 60 Passagiere beherbergen, die zusätzlichen 60 Besatzungsmitglieder nicht mitgerechnet. Sie verfügt über einen Jacuzzi auf dem Achterdeck, einen Swimmingpool, eine Bibliothek, ein Kino und einen Hubschrauberlandeplatz. Platz Nummer 9. Super Yacht. Alter. Alter. Wie viele Gäste willst du mitnehmen? Jo, genau. So, erstmal trinken aufmachen. Monster muss sein. Warte, muss man mal schön richtig schön hier vorhalten. Sorry, das war laut. So. 280 Millionen kostet die Superjacht hier. Holy shit. Ja, ich läuft raus alles. Oh ne, hat sich falsch angehört. Aber egal. Holy shit. So. Ja. Mega. Weiter geht es. Ey, 280 Millionen Euro. Ungewöhnlicher geht es kaum, doch der russische Milliardär Andrei Melnichenko liebt es genau so. Designt und gebaut wurde diese Megayacht von Blohm und Voss aus Hamburg. Sie bietet eine unglaubliche Wohnfläche von über 2000 Quadratmetern, wobei alleine 232 davon auf die Hauptsuite entfallen. Und auch sonst weist das spartanisch anmutende Objekt jede Menge Luxus auf. Das. Denn unter Deck, du würdest es kaum vermuten, versteckt sich nicht nur ein Speedboot,
sondern auch ein Helikopterhangar, ein Pool mit Glasboden und eine Disco, die direkt darunter liegt. Insgesamt könntest du bis zu 14 Freunde mit an Bord nehmen. Die Crew selbst umfasst 42 Mitglieder. Platz Nummer 8, Radiant. 290 Millionen Euro. Alles, was der Mensch, Milliardär braucht. 110 Meter Yacht, Helikopter, Beiboote. Die Radiant hat alles und bietet sogar Platz für 20 Freunde. Gebaut wurde sie von Lürssen im Auftrag des russischen Oligarchen Boris Berezovsky. Doch wer so viel Geld hat, kann es selten genießen. Boris wanderte beispielsweise. Digga, wo hat man so viel Geld her? Wo hat man so viel Geld her? Das ist meine Frage. Wo hat man so viel Geld her? Das frage ich mich gerade wirklich. What the heck? Aufgrund seiner Meinungsverschiedenheiten mit Putin und dem Kreml nach Großbritannien aus. Hier starb er 2003 in einem Park, wobei die genauen Umstände seines Ablebens bis heute unbekannt sind. Zeitlebens schien er jedoch stets Angst um sein Leben zu haben. Damit erklärt sich wohl auch, dass die schöne Yacht mit einem Wasserwerfer zur Abwehr von Piraten ausgestattet war und die Unmengen von über 360.000 Litern Schiffsdiesel mit sich führen konnte. Platz Nummer 7. 300 Millionen. Sehe ich das gerade richtig? 300 Millionen. Warte. Muss das machen kurz. Ja. Okay. 300 Millionen also. Ja. Okay, so. Das kann weiter. Rising Sun, 300 Millionen Euro. Gebaut von der deutschen Werft Lürssen Yachts, wurde die Rising Sun ursprünglich vom CEO der Oracle Corporation, Lawrence Ellison, bestellt. Diese Yacht hat 82 Zimmer, verteilt auf 5 Etagen. Es gibt einen Fitnessraum, ein Kino, einen Weinkeller und einen Basketballplatz, der auch als Hubschrauberlandeplatz dient. Im Jahr 2014 wurde der hintere Teil des Schiffes komplett umgestaltet, um einen riesigen Carbonpool unterzubringen. Die Arbeiten wurden in den Werften von La Ciotat an der französischen Riviera durchgeführt. Platz Nummer 6, Dubai, 400 Millionen Euro. Die vom deutschen Industriekonzern Blohm & Voss gebaute, 162 Meter lange Yacht gehört Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem derzeitigen Emir von Dubai. Seine Einrichtungen sind für über 60 Gäste ausgelegt. Dubai verfügt über 2 Lounges, einen großen Speisesaal für 30 Personen, einen Hubschrauber-Landeplatz, einen Swimmingpool auf dem hinteren Deck, 3 Jacuzzis, einen Nachtclub, ein Spa, ein Kino, einen Weinkeller und ein Lagerhaus, das Jetskis und andere Tauchausrüstung aufnehmen kann. Die Dubai mit ihren Holy shit! What the heck? Alter, nee. Nee. Alter Vater, ist das übertrieben? Ist das übertrieben? So. Alter, nicht normal. Nicht normal. Weiter geht's. Aber. Erstens, ja gut, sind reich. Sind halt extrem reich. Zweitens. Die Leute. Und drittens, wo soll man das normal hinstellen, dass es nicht geklaut wird? Es gibt auch Leute, die gehen einfach aufs Schiff, klauen das und fahren damit weg. Wo wollen die das hinstellen? Das ist die Frage. 162 Metern Länge galt mal als längste Yacht der Welt. Welches Megaschiff sie jedoch überholt hat, erfährst du, wenn du bis zum Ende schaust. Also unbedingt dranbleiben. Platz Nummer 5. Topaz. 420 Millionen Euro. Aha. Die Topaz ist im Besitz des Milliardärs und Scheichs Mansour bin Zayed Al Nahyan, derzeitiger Vizepremierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Mitglied der Königsfamilie von Abu Dhabi. Er besitzt dieses Megaschiff seit 2012 und fährt damit unter der Flagge der Kalmaninseln. Gebaut wurde dieses Seeungeheuer von der deutschen Schiffbaufirma Lürssen Yachts. Auf mehr als 147 Metern gibt es 2 Hubschrauberlandeplätze, einen Fitnessraum, einen Konferenzraum und einen Kinoraum. Außerdem gibt es 2 Jacuzzis auf dem hinteren Deck neben dem Pool. Die 8 Decks sind durch einen Aufzug verbunden.
der 26 Luxussuiten bedient, die alle für bis zu 62 Gäste ausgestattet sind. Ein ganzes Deck dient davon lediglich als Pool. Platz Nummer 4, Dilbar. 450 Millionen Euro. Ja. Ja. Ich kann nur Ja sagen, weil es sonst heftig ist. Ich kann nur Ja sagen. Wo hat man so viel Geld her? Wo hat man so viel Geld her? Das ist die beste Frage von mir. Wo? 150 Millionen Euro. Noch ein russischer Milliardär hat sich eine Yacht gewünscht und gebaut. Alisher Usmanov musste über 3 Jahre warten, was erstaunlich wenig für so ein Projekt ist, bis die Dilbar fertig war. Bis heute ist sie die größte Yacht mit 146 Meter Länge und 23,5 Meter Breite, die im Hause Lürssenwerft in Bremen jemals gebaut wurde. Nur 12 Luxuskabinen kann diese Megayacht den Gästen und der Crew anbieten. Dazu kommen auch Hubschrauber-Landeplätze, der größte Yachtpool der Welt, welcher 25 Meter bemisst, und insgesamt 3.800 Quadratmeter Wohnfläche. Platz Nummer 3. Sirene. 500... Wie teuer soll es denn noch werden? Das Platz 3 kostet schon 500 Millionen. Ist Platz 1 über 1 Milliarde oder was? Holy shit. Wir sind von 300... Ich glaube, ja, 350 Millionen auf 500 Millionen hoch. Wie teuer soll es noch werden? Wie teuer soll es noch werden? Und Leute, noch eine kleine Sache. Schreibt mir gerne auch mal unten in die Kommentare, wenn ihr mehr so von sowas haben wollt. Ob ich auch noch mal auf andere Sachen reagieren soll. Und noch was anderes. Wenn ihr gerne auch mal dabei sein wollt, Link zum Livestream ist unten in der Videobeschreibung. Dazu bin ich heute noch live. Ich weiß nicht, ob ich das Video heute noch live, noch online bekomme. Ich weiß noch gar nicht, ob das heute auch noch gleich noch live kommt. Das weiß ich noch nicht. Und ja. So, weiter geht's. Millionen Euro. Und noch was. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt was unten in die Kommentare und abonniert mich. Nicht vergessen. Und folgt mir gerne auf Twitch. Weiter geht's. Die Sirene war seit 2011 im Besitz des russischen Milliardärs Juri Shev. Das ist doch gerade alles nur russisch, ne? Fast nur russisch. What the heck? Was ist das? Alles fast nur russisch, finde ich interessant. Sehr interessant, ja. Tesla, bevor sie von Mohammed bin Salman, Erbprinz und Vizepremierminister von Saudi-Arabien, für 500 Millionen Euro im Jahr 2015 gekauft wurde. Dieses 134 Meter lange Boot hat unendlich viele Details, die es zu einer der luxuriösesten Yachten der Welt machen. Diese Mega-Yacht wurde von der italienischen Werft Fincantieri gebaut und ist derzeit die größte Yacht, die jemals in Italien gebaut wurde. Sie hat 2700 Quadratmeter Wohnfläche, darunter 12 Luxuskabinen, die bis zu 24 Passagiere beherbergen können. Digga. Darunter 12 Luxuskabinen. Das ist auf jeden Fall eine Luxuskabine. Alter. Okay, das sieht geil aus. Okay, ja. Dazu sage ich nichts. Sieht geil aus. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. So. Warum mache ich das eigentlich? Ihnen, egal. Bis zu 24 Passagiere. Sage ich danach. Passagiere beherbergen können. Sie ist fast 20 Meter hoch und verfügt über 7 Decks, 2 Hubschrauberlandeplätze, ein Bar, Restaurant, eine Bibliothek, einen kompletten Spa-Bereich, 3 Swimmingpools, ein Theater und ein Lager, das andere Boote einschließlich eines U-Boots aufnehmen kann. What? U-Boot? U-Boot? In der Yacht? Ja, gut. Ja, warte mal. Ist eigentlich nicht verkehrt. Ist eigentlich voll nicht verkehrt, wenn man jetzt beispielhörig viele Leute hat, die wollen mal wissen, wie es unter Wasser aussieht. Die Leute, die das nicht kennen, wollen wissen, wie es da unten schon aussieht. Kann man mit einem U-Boot raus. Oder Beispiel, jetzt einfach, ja, Schiff brennt. Kann man nicht löschen, alle ins U-Boot rein, Abfahrt weg. So kann man es auch machen. Alter, geil. Mega geil. Okay, das finde ich geil. Eine Woche auf der Yacht kostet ungefähr 5 Millionen US-Dollar. Das ist der Preis, den Bill Gates zahlte, als er sie 2014 für seinen Urlaub auslieh. Platz Nummer 2.
Esem, 533 Millionen Euro. Brüder streiten manchmal, aber statt es mit Waffen oder Fäusten auszutragen, gibt es weitaus friedlichere Mittel. Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, hat sich, um sich von seinem Bruder, welcher die Topaz-Yacht besitzt, abzusetzen, einfach eine noch größere Yacht bauen lassen. Mit einer Gesamtlänge von 180 Metern stellt sie selbst die teuerste Yacht, also unseren Platz Nummer 1, in den Schatten und ist damit die längste Yacht der Welt. Ja. Wenn man den Herrschaften von Lürsen glauben darf, war Esem einer der anspruchsvollsten und komplexesten Yachten, die sie jemals gebaut haben. Seit 2013 befährt die Esem die Meere. Zudem gilt sie mit einer Höchstgeschwindigkeit von 56 Kilometer pro Stunde zu den schnellsten Yachten dieser Größenordnung. What? 56? Kamma? Ja? Ja? Läuft. Läuft auf jeden Fall. Ja, moin. Was sie sonst noch so zu bieten hat? Ein Blick auf die Fotos und du willst deinen nächsten Urlaub auf ihr verbringen. Und nun, Platz Nummer 1. Eclipse. 850 Millionen Euro. Die Eclipse gilt seit 2009 nicht nur als teuerste, sondern auch als am besten gesicherte Yacht der Welt. Oh. Gebaut wurde sie in Deutschland, in der Hamburger Werft. Das können nur die Deutschen? Ich habe gedacht, die können das nicht. Aber diese Yacht in Hamburg, What the heck? Das können nur die Deutschen? Okay, wusste ich nicht. Okay, cool. Geil, weiter geht's. Blom und Voss. Ein Raketenabwehrsystem dient ebenso wie ein U-Boot und zwei Hubschrauberlandeplätze der Sicherheit des russischen Oligarchen und Besitzer Roman Abramowitsch. Auch der Schutz der Privatsphäre vor aufdringlichen Paparazzi wird durch spezielle Abwehrvorrichtungen gewahrt. Diese luxuriöse Yacht bietet zudem allerhand Freizeitvergnügen, 3 Sportboote, 20 Jetskis, ein Kino, eine Disco und der obligatorische Pool sorgt bei den maximal 24 Gästen und ihren 70 Bediensteten für pure Erholung. Durch diese sehr kostspielige Ausstattung der Eclipse beträgt der Wert der Yacht rund 850 Millionen Euro. 2015 wurde die Yacht umgebaut und soll seitdem knapp 1 Milliarde Euro wert sein. Bis 2013 galt die Luxusyacht Eclipse mit einer Länge von 162,5 Metern als längste Yacht der Welt. Die Yacht Esem überragt die Eclipse jedoch um stolze 17 Meter. Besonders pikant. Abramowitsch hatte die Eclipse noch um einige Meter verlängern lassen, um die Dubai mit 162 Meter Länge zu übertrumpfen. Zudem liegen die reinen Baukosten der Esem ohne Inneneinrichtung und Extras mit rund 533 Millionen Euro um etwa 160 Millionen Euro über den reinen Baukosten der Eclipse. Die Ausstattung der Eclipse verschlang jedoch noch einige hundert Millionen und sicherte ihr so den ersten Platz im Ranking der teuersten. Boah, okay. In der Nacht im Dunkeln sieht die ja geil aus. Alter. Okay, ja. Ich sag jetzt lieber nichts mehr. Unsere Deutschen haben es drauf. Auf jeden Fall, unsere Deutschen haben es. Auch wenn die jetzt auch schon Abwehrsysteme haben. Arbeiten die mit dem Militär zusammen? Ich wette schon. Ich wette, die arbeiten mit dem Militär zusammen. Weil das Militär, also mit der Bundeswehr zusammen. Weil die haben doch fast nur. Ich sag, die arbeiten mit der Bundeswehr zusammen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wenn es nicht so ist. Wäre mega geil. Weiter geht's. Die besten Yachten der Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt aber noch unsere Frage an dich. Was dürfte auf deiner Luxusjacht auf keinen Fall fehlen? Sag es uns bitte jetzt in den Kommentaren. Das waren sie, die Top 10 teuersten Luxusjachten der Welt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte jetzt noch einen Daumen nach oben da. Und um keine weiteren spannenden Videos mehr zu verpassen, solltest du uns jetzt auch abonnieren. Möge der Reichtum mit dir sein. Ja, Leute, das war's auch von mir mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. So. Top 5 Privatjets der Welt. Moment. Bevor ich das mache, mache ich jetzt einen Trick.
So.